ziemlich frech, ab ins Bett. Es ist gemein. Nur Killer-Boy-Rats wissen, Schule nervt, wir sind cool. Wenn du auf ein Zimmer musst und dich packt der Post, dann sing ne 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 ne. Der Babysitter hat gerade abgesagt. Ja, ich hasse Babysitter. Ich bin kein Baby und ich will auch nicht gesittet werden. Ich finde, Eltern dürften eigentlich gar nicht ausgehen. Eltern sollten zu Hause bleiben, wo sie hingehören. Gibt es nicht noch jemanden, den wir fragen können? Ich glaube, die haben alle die Nase voll von Henry. Soll ich mich etwa von einer hässlichen, doofen Kuh rumkommandieren lassen, die den Fernseher in Beschlag nimmt und meine Kekse mampft? Also habe ich der knurrigen Carola versehentlich Saft über die Hose geschüttet. Und der Meschugge Moritz hatte was gegen mein Skateboard. Und die wütende Wilma, das war babyleicht. Ich hab's geschafft. Ich hab einen Babysitter gefunden. Wen? Rebecca. Rebecca? Nicht die rasende Rebecca. Nein! Bitte lass dich Rebecca auf uns aufpassen. Sie ist furchtbar. Sie ist nicht furchtbar, nur streng. Ich geh schon. Nein, lass sie bloß nicht rein. Ich wette, die isst Elefanten zum Frühstück. Was gibt es zu essen? Bedienen Sie sich einfach. Ist alles im Kühlschrank? Die Kinder müssen um 9 ins Bett. Und denk dran, Henry, stell ja nichts an. So, du bist also dieser schreckliche Henry. Und du bist also diese rasende Rebecca. Und ich bin übrigens der perfekte Peter. Ich bin sicher, wir werden uns alle gut verstehen. Gut ist gut. Ich mag gut. Ich erwarte gut. Ich verlange gut. Haben wir uns verstanden? So ein Glück. Im Gutsein bin ich nämlich richtig gut. Aber für dich ist das bestimmt ein Problem. Ja, das wird mir sicher schwer fallen. Na warte, du mieser, minderwertiger, miserabler, missratener, mistiger Mutant. Hey, ich schau mir gerade Mutanten-Max an. Möchten Sie vielleicht etwas zu knabbern? Popcorn? Ich hasse Popcorn! Oh, tut mir leid. Mein Fehler. Ich hätte vorher fragen sollen. Oh, ich mag Turniertanz. Was gefällt Ihnen am besten? Foxtrott? Tango? Lass mich in Ruhe. Da-du, da-da-du, da-da-du. Halt die Klappe! Henry, das machst du ganz falsch. Das geht so. Tscha, tscha, tscha. Und nicht du, 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 da. Hey, weg da. Ich sehe nichts. Tscha, 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 tscha. Ihr geht jetzt auf der Stelle ins Bett. Aber ich muss erst viel später ins Bett. Ich dachte, wir können vorher noch eine Runde Dame spielen, bevor wir ins Bett gehen. Oh, aber wenn Sie das nicht mögen, dann vielleicht, Mensch, ärgere dich nicht. Wir spielen eine Runde Verstecken. Ihr beide versteckt euch. Und wenn ich euch finde, werdet ihr es bitter bereuen. Ich verstecke mich in der Abstellkammer unter der Treppe. Du musst dich auch verstecken. Doch nicht vor der rasenden Rebecca. Bis jetzt habe ich alle Babysitter in die Flucht geschlagen. Und die kriege ich bestimmt auch noch klein. Wir werden schon sehen, wer gewinnt. Was?
Aber das hier ist doch mein Versteck. In unserem Haus ist eine Einbrecherin. Kommen Sie schnell her. Eine Einbrecherin? Keine Angst, Junge. Ich schicke sofort einen Streifenwagen vorbei. Wie sieht diese Einbrecherin denn aus? 3 Meter groß. Riesige Zähne, wie Eisberge. Und sie hat sich gerade vor unserem Fernseher gesetzt. Aber das ist Rebecca. Und sie ist doch keine Einbrecherin. Nein! Wenn die Polizei Rebecca für eine Einbrecherin hält und sie mitgenommen hat, habe ich dann beim Versteckenspielen gewonnen? Nein, beim Versteckspielen hat keiner von euch gewonnen. Ich bin also eine Einbrecherin und ich bin 3 Meter groß, mit Zähnen so groß wie Eisberge. Das war nicht meine Idee. Ich finde sie ganz, ganz reizend. Ab ins Bett. Ich gebe euch 5 Sekunden. 1. Lauf! 2. 3. 4. 5. Denk nicht mal dran, nochmal aufzustehen. Oder es wird dir leid tun, dass du je geboren wurdest. Die macht mir meinen ganzen Ruf kaputt. Hoffentlich findet das niemand raus, dass ich 2 Stunden zu früh ins Bett gegangen bin. Henry, ich bin's, Peter. Ich will nur wissen, was du jetzt vorhast. Was ich vorhab? Du bist doch Henry. Das wirst du dir doch nicht gefallen lassen. Nein, ganz bestimmt nicht. Denn Henry hat niemand Befehle zu geben. Das ist unser Haus. Wir haben Rechte. Wir lassen uns nichts befehlen. Wir wehren uns gegen die Unterdrücker und kämpfen für unsere Freiheit. Denn ich bin Henry und du bist Peter. Ich glaube, ich bleib lieber in meinem Zimmer. War klar. Ah, eine Spinne! Oh. Das ist ja nur ein doofes Gummitier. Oh. Das ist es! Genau! Und sind wir schon frei? Wir brauchen eine Spinne. Eine Spinne? Irgendeine spezielle Art? Ja, eine riesige. Also, ruf um Hilfe. Hilfe! Au! Hilfe! Das war ziemlich gut. Oh, vielen Dank. Wieso liegst du nicht in deinem Bett? Eine Spinne! Nein! Nimm die da weg! Sieh mal, Peter, die ist riesig. Total haarig und eklig und krabbelig. Nimm die da weg! Wenn ich schon mein Leben riskiere und die Spinnen einfange, darf ich dann Mutant Max sehen? Ja. Und aufbleiben, bis meine Eltern kommen? Ja. Und das ganze Eis im Kühlschrank aufessen? Ja, aber schaff sie jetzt bitte weg! Abgemacht. Die könnte ich morgen mit in die Schule nehmen. Gut. Zurück ins Bett. Alle beide. Auf der Stelle. Aber wir haben eine Abmachung. Pech. Die gilt nicht mehr. Sie hätten sich wenigstens bedanken können. Wenn die Abmachung nicht mehr gilt, können Sie die Spinnen wieder haben. Henry, ich finde, das reicht schon. Es ist nicht nett, andere zu erschrecken. Sie hat ihr Versprechen nicht gehalten. Stimmt. Erwachsene sollten nichts versprechen, was sie nicht halten wollen. Lasst mich raus! Lasst mich sofort hier raus! Geschafft! Na warte, du ruflose, rabiate, randalierende, ranzige Ratte! Mach sie fertig, Mutant Max! Die Eltern! 1, 2, 3, ich komme! So, du Kleine!
kleiner Wurm. Ich nehme dich auseinander, Stück für Stück. Henry? Ich wollte gerade gehen. Oh, meine armen Jungs. Oh je, wie sieht's denn hier aus? Also die rufen wir bestimmt nicht mehr an. Wir sind ein ziemlich gutes Team, oder? Ha, das wäre ja noch schöner.